Yo, hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Mass Effect 2. Und heute kümmern wir uns um eine weitere Loyalitätsmission, wie kann es auch anders sein? Und zwar heute mit dem guten Garrus. Shepard, freut mich, dass Sie vorbeikommen. Es gibt da etwas, bei dem ich vielleicht Ihre Hilfe brauche. Erinnern Sie sich an Sidonis? Den Kerl, der mein Team verraten hat? Ich habe eine Spur. Es gibt da einen Experten auf der Citadel. Er heißt Fade. Sein Spezialgebiet ist es, Leute verschwinden zu lassen. Sidonis wurde mit ihm gesehen. Ah, na dann. Klare Sache. Ich bin dabei. Wo finden wir Fade? Ich habe ein Treffen arrangiert. In einem Lagerhaus in der Nähe der Neonmärkte. Unten im Sakera-Bezirk. Danke, Shepard. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie die Zeit opfern, mir zu helfen. Kein Ding, Mann. Kein Ding für einen King. Immer doch gerne. Na gut, das heißt, wir können jetzt erstmal Fane helfen und lustigerweise wieder auf der Citadel, an der wir jetzt gerade sowieso erst weggeflogen sind. Von daher wieder zurück auf das Kampfinformationszentrum. Klingt immer so aggressiv, das Wort, ne? Kampfinformationszentrum. Commander, Sie sollten meine ja, ich weiß, Mann. Sie scheint wegen irgendetwas besorgt zu sein. Hey, Commander, ich dachte, ich sag Ihnen zum 10.000. Mal das Gleiche, was Sie schon 10.000 Mal gehört haben von mir. Gut, ne? Nein, nicht wirklich. Ladezeiten kennen keine Grenzen. Ladezeiten kennen kein Pardon. Okay. Ich höre oft so einen Scheiß zu singen. Gut, wir nehmen Garrus mit und ich habe ehrlich gesagt gar nicht überlegt, wen will ich eigentlich bei der Mission von Garrus dabei haben. Den hatte ich denn bisher noch gar nicht mit. Überlegen wir mal so, dass er... Mein Gott, ich schaffe jede Mission, ist egal, wen ich mitnehme eigentlich. Wir hatten eigentlich noch... Naja, im Endeffekt werden wir jeden mal dabei haben, aber wen haben wir denn selten mit? Ach, nehmen wir mal den alten Haudegen Jacob mit, warum nicht? Gut, Punkte verteilen, dann machen wir die mal auf die Disruptor-Munition, warum nicht? Garrus, nichts Neues. Aber bei Jacob ein bisschen. Dann packen wir das mal auf die Brandmunition. Ja. Okay, ich bin fertig. So, dann müssen wir in den unteren Sakera-Bezirk, ich glaube hier. Genau, da ist auch dieses Lagerhaus. Oh, ich werde bei Skype angeschrieben. Schlechtes Timing, Ruben. So geht das nicht. Hier müsste es sein. Die Schläger des Fälschers sind bestimmt drin. Na, dann wollen wir doch mal guten Tag sagen, oder? Ich soll hier einen neuen Universal. Fade? Sie sehen ganz anders aus, als ich sie mir vorgestellt habe. Der Schein kann trügen. Also, wer von Ihnen würde gerne von der Bildfläche verschwinden? Mir wäre es lieber, wenn Sie jemanden wieder zum Vorschein bringen könnten. Ah, diese Dienstleistung haben wir nicht im Programm. Machen Sie eine Ausnahme. Nur dieses eine Mal. Verdammt, schnell! Erschießt sie! Erschießt sie! Ja. Zu langsam. Eindeutig. Wozu mache ich mir überhaupt die Mühe? Ja, das hast du gut geschnallt. Und oh mein Gott, kann Shepard böse gucken. Wir suchen einen Ihrer Klienten und würden vorschlagen, dass Sie kooperieren. Moment. Ich bin nicht der richtige Ansprechpartner. Das ist Fade. Ich wusste es. Dann sollten Sie uns jetzt sagen, wo wir ihn finden. Ja, natürlich. Er ist im Industriegebiet. In der alten provisorischen Gießerei. Ich weiß, wo das ist. Er hat da jede Menge Söldner. Blue Suns. Harkin glaubt, dass sie ihn beschützen. Harkin? Wer zum Teufel ist Harkin? Er gehört zur C-Sicherheit. Wir haben zusammengearbeitet, mehr oder weniger. C-Sicherheit hat ihn vor einiger Zeit gefeuert. Aber er kennt natürlich das System.
Interessant, aber das ändert nichts. Wir müssen ihn trotzdem finden, bevor wir uns um Sidonis kümmern können. Haben wir Harkin damals nicht sogar in Mass Effect 1 in der Mission begleitet? War das einer von C-Sicherheit? Verrückt, ich glaube fast schon. Okay, los geht's. Ein paar Leuten in den Arsch treten, wie immer. Klingt, als wäre es sinnvoll, mit diesem Harkin mal ein paar deutliche Worte zu wechseln. Reden Sie nur. Ich werde zu sehr damit beschäftigt sein, ihm freundschaftlich die Nieren zu massieren. Wir müssen zur Transitstation. Von dort kann ich uns zu ihm bringen. Dann kann ich... also gehen? Sicher. Aber wenn wir Harkin nicht finden, kommen wir wieder zu Ihnen. Oh. Gut. Okay, ich glaube, der Kerl wird sich jetzt ganz schnell verpissen. Okay, dann rufen wir uns mal ein Taxi, um uns zu diesem Lagergebiet dorthin bringen zu lassen. Und man kann sich kaum vorstellen, dass Garrus mal ein Bulle war, oder? So wie der abgeht. Da ist der Rapid-Transit, genau. Und Industriegebiet, genau. Auf geht's, Garrus, auf geht's. Sie können Kräfte durch Zielen knapp neben den Feind in einer Art Bogen abfeuern, sodass sie mit etwas Übung um Ecken herum oder über die feindliche Deckung schießen können. Danke, Spiel, das habe ich auch schon mitbekommen. Ich freue mich schon auf Mass Effect 3, Leute. Die Demo ist ja auch der Hammer, ne? Ich wollte sie zuerst nicht spielen, weil ich mir dachte, ich will mich nicht spoilern, das wäre doof und so, aber im Endeffekt, das ist die Demo ist schon so geil. Gut, Punkte, hat sich ja nichts getan, bla bla. Auf ins Verderben! Da ist er. Shepard? Geht nicht rum! Haltet sie auf! Haltet sie auf! Ach stimmt, das war Harkin, das war der Besoffene. Laufen wir davon, Harkin, wir finden sie schon. Der besoffene C-Sicherheitstyp, genau. Der sollte uns damals helfen. Ja komm, ach. Ich treffe dich auch so. Ich zünde sie an. Ja, zünde mal wen anders an, irgendwie hat das nicht so ganz hingehauen, mein Freund. Leider haben die gerade alle Schilde, deswegen wäre jetzt eigentlich Said mit seiner Disruptor-Munition fast schon besser gewesen. Aber ach. Ups, das war gar nicht der Plan. Hat irgendwer Overload? Was mit Garrus? Das dauert ja ewig. Ups, ich dachte, ich treffe ihn sofort. Schild ist unten. Das muss wehtun. So, erstmal ein bisschen aufs Fressbrett gegeben und ab durch die nächste Tür. Hier haben wir gleich mal ein Medizin-Kit, ansonsten nichts. Oh! Loki Max, hey! Jetzt kommt Gruppen-Warp-Munition gut an. Und ich schieße genau zwischen die Beine? Was war das denn? Ausfall! Wie es immer so schön sagen würde. Bereit machen! Waffen bereit machen! Ja, Jacob, schrei mal ein bisschen rum, das ist gut. Sehr gut. Ja. Moment. Was laberst du da die ganze Zeit für einen Schwachsinn? Ach komm, geh weg. Da hinten war noch einer von den Blue Suns. Ah, so kommen wir nicht so gut an den ran, aber so schon eher. Jawohl. Da bitte ein Overload drauf. Dort ist bisher keiner. Erst ein bisschen rumschreien, ne? Das kannst du am besten. Na, machen wir ja auch Warp-Munition drauf. Die ist sowieso kräftiger als meine andere. Oha, da kommen mal ein paar mehr. Sehr schön, wird auch mal Zeit. Gut, ich sollte jetzt auch nicht übertreiben. Hat noch irgendwer Schilde hier überhaupt? Nö, sieht nicht danach aus, ne? Der da hinten hat eine Panzerung. Naja, hau den halt weg. Ich muss eben kurz meine Energie aufladen, sonst verreck ich. Dankeschön. Ah, noch mehr. Mein Gott. Und du sollst die ganze Zeit deine Brandmunition... Ach so, stimmt. Meine Warp ist ja besser. Ja, mach du. Ah, hey, Max.
Nein, 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 nein. Das hat sich irgendwie auch verändert. Eigentlich war das immer... Nein! Oh mein Gott, das Spiel ist abgestürzt. Das war auch nicht passiert. Ich würde sagen, bis gleich, Leute. Ja, da bin ich wieder. Irgendwie stürzt das Spiel reproduzierbar immer dann ab, wenn ich versuche, dort oben die Tastenbelegung irgendwie zu ändern. Was mir ziemlich auf den Keks geht, weil die jetzt, seitdem ich überhaupt Munition habe, komplett durcheinander geraten sind. Vorher hatte ich ja Tarnfeld immer auf 2, mein Verbrennen immer auf 4 und naja. Gut, dann geht das eben nicht mehr. Habe ich Pech gehabt. Dann werde ich jetzt darauf achten, die Tastenbelegung nicht ändern zu wollen und einfach nur die Kerle zu erledigen, also meinen Job zu machen, so wie immer. Dazu brauche ich nicht mal was machen. Komm, den kannst du mal ziehen. Genau, mach den mal fertig. Sehr schön. Bin stolz auf euch. Oh, keine Mechs da. Interessant. Normalerweise stehen die da immer schon. Sind die erst noch woanders? Naja, mir ist egal. So, erstmal ihn hier. Dann noch ihn, der sich nicht richtig eine gute Deckung aussuchen kann. Das kommt davon. Ach, na, komm. Ah, Mist. Knappe Kiste. So. Ah, Mist. Der versteckt sich diesmal etwas cleverer. Oh, ich sollte vielleicht mal nachladen. Wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Komm schon, die macht die ja wohl fertig. Sehr schön. Das war gut. Ah, Mist. Da wieder so ein Loki-Mag. Da kommt er wieder raus. Jetzt kommt er nicht mehr raus. So viel steht fest und du auch nicht. Wie viele sind hier überhaupt? So, verbrennen drauf. Und ja, Overlord, damit es endlich mal vorbei ist. Und ich glaube, ja, das war's. Geht doch. So, dann haben wir hier einen Wandsafe mit so ein paar Credits immerhin. CC, Spritze, Spritze. Das und Y-Gabel mit Y-Gabel. So. Ansonsten schon immer schön nachschauen, dass ich auch nichts übersehe. Irgendwelche Upgrades oder Munition ist gerade auch gar nicht so verkehrt. Ist da was drin? Nee. Hier auch nichts. Hier ist noch ein bisschen Munition, da muss ich wohl raufklettern. So. Alles klar. Direkt nicht darauf klettern, Jungs. Auch ich muss alles nachmachen, wie so dumme Äffchen. Ich rieche ihn schon. Du riechst ihn schon? Na, du machst ja seltsame Sachen. Also ich rieche in meiner Freizeit lieber schönere Dinge als solche versoffenen Ex-Cops. Aber naja, jedem das seine. Hier ist das C, dort ist das C, dort ist dieses... Keine Ahnung, ich kann das Symbol immer noch nicht so ganz einordnen. Okay, 900 Credits. Bitte noch kleinere Zahlen, wenn ihr es habt. Nein, das machen wir lieber andersrum. Ich mache lieber euch fertig. Wie wär's? Also, ich finde das ja fairer. So, jetzt ist dort hinten... Wow, was war das denn? Ach so, der hat die Dinger abgeworfen. Mist! Knappe Kiste. Oh, jetzt wäre so eine Überlastung perfekt, um beide zu erwischen. Ich mache den hier zu eigen. Ach, er lebt ja noch. Lebte noch, besser gesagt. Ja, ja, Ausfall. Nur diese geilen Fehlermeldungen, die sich da ausgedacht haben für diese Roboter. Finde ich mal lustig. So, jetzt noch ein bisschen die Sprache wieder in Ordnung kriegen, Alex, und dann können wir in Ruhe weiterspielen. Hä? Was hältst du davon? Was hältst du davon? Gut, gut, ja, finde ich auch. Platin, schnell umgehen. Ich glaube, ich bin gerade noch mitten im Kampf und das war eine dumme Idee. Und ich verkack's erstmal direkt. Kaum ist da Stress bei. Oh, der hätte mich, glaube ich, sowieso rausgeschossen. Oder hätte mich gewundert, wenn nicht. Nein, ich dachte, die kann ich einfach einsammeln. Oh, ich mache ja alles falsch. Okay, wie machen wir das denn jetzt hier? Ups, nachladen wäre schon mal ein Anfang, Alex, genau. Hey, der hält ganz schön was aus. Respekt. Überlastung. Komm schon, die macht ihr ja wohl fertig, oder? Bitte? Genau. Geht doch. Den machst du auch noch selber. Irgendwas müsst ihr doch können. Ach komm schon. Mein Gott. Ja, ja, Ausfall. Ich kenne die Story schon. Oha.
ganz schön was los heute, ne? Wieder Warp-Munition, die mag ich ja so sehr. Jetzt kann mir nichts was anhaben. Hast du denn Barriere angeschmissen? Wann habe ich dir gesagt, dass du das machen sollst? Hm, du Arsch? Deswegen bist du jetzt am Aufladen. Ich wundere mich schon, was machst du denn die ganze Zeit überhaupt? Ist das einfach eingeschaltet, dass sie das auch immer ihre Kräfte selber benutzen können? Ist das sonst immer aus? Nee, ist aus. So ein Lumich. So ein Schelm. Macht er einfach Sachen, die ich ihm gar nicht sage, dass er sie machen soll. Unglaublich. Gut, das Geld habe ich jetzt so ein bisschen, versaut. Naja, dadurch, dass ich einfach immer mitten im Kampf das gemacht habe. Selbst schuld. So, und das letzte ist irgendwo da. So langsam aber sicher dürfen wir uns ruhig mal diesem Haken nähern, wenn ihr mich fragt. Oha, Senkung der Brücke und jetzt sind doch bestimmt Feinde, die nur darauf warten, sich mit uns zu prügeln, oder? Feinde! Das gleiche wie immer. Wisst ihr was, Leute? Ihr langweilt mich. Guckt, wie ich hier durchlaufen kann und keine Angst vor euch habe, weil ihr so einfach seid. Oh, er macht mal einfach Schaden. Und da ist ein Mech. Okay, ich habe nichts gesagt. Nein! Ach so, stimmt, deswegen. Ich will die ganze Zeit auf 4 drücken, weil ich denke, dass dann mein Verbrennen kommt. Was aber ja irgendwie nicht mehr der Fall ist. Warum auch immer. Super, Jacob! Du bist so dermaßen sinnfrei. Das gibt's gar nicht. Was für ein sinnloser Partner du bist. Unglaublich. So, ihn machen wir jetzt aber kalt. Er nervt nämlich ganz schön. Für ihn hier ist das fast schon besser angebracht. Super, Gareth! Juhu, du bist tot! Gut gemacht, echt. Großartig, ihr seid die Tollsten. So, jetzt steht ihr bitte beide auf und sterbt nochmal. Für euren Captain, bitte. Okay, das bringt mal so ziemlich gar nichts. Notiert. Er kann mir nichts anhaben, sagst du? Oder ihm nichts, wenn er meint. Mir aber. Ja, ich glaube, der explodiert jetzt. Ja, ich habe es nicht überlebt. So, war's das? Tatsache, es war's. Juhu, wir leben noch. Unglaublich. So, Munition habt ihr auch wieder mal zufälligerweise nichts in der Nähe. Ziemlich nervig. Habe ich überhaupt noch? Ach, ich habe ja auch gut Schuss. Na gut, dann habe ich nichts gesagt. Mal wieder speichern. Weiß ich doch nicht. Medizinische Station, Energiezellen, ein Wandsafe mit 2100 Credits. Hier haben wir das C, hier haben wir die Spritze. Es ruckelt gerade ein bisschen im Hintergrund, was sehr unüblich ist. Fertig. Naja. Fensterkonsole, gefälschte IDs. Finden Sie jemanden, der für eine gefälschte ID Verwendung hat? Also spontan fällt mir da jetzt keiner ein. Aber erstmal hier die Fensterkonsole öffnen. Sie haben mit Haken bei der C-Sicherheit zusammengearbeitet? Ja, er war früher auch schon eine ziemliche Nervensäge. Aber ich bin nicht in Stimmung für seine Spielchen. Wenn er nicht kooperiert, werde ich ihn halbtot prügeln. Okay. Es ist sinnlos, ihm zu viel Zeit zur Vorbereitung zu geben. Los! Direkt hinter Ihnen. Mein Gott, halb tot prügeln? Gareth, du bist echt nicht mehr der Liebe von früher, ne? Du bist ganz schön gewaltbereit geworden. Aber naja, der böse Kopf halt. Die Kisten in den Frachtschiffen über ihnen explodieren, wenn man sie fallen lässt. Na super, sind wir jetzt hier bei Mario? Donkey Kong? Oder was? Kisten, die auf mich fallen und dann explodieren und Schaden machen? Kommt mir sicher vor wie ein Jump'n'Run. Genau. Ach, ich könnte ja auch mal was machen. Den paar 40chen, komm, das schafft ihr wohl. Geht doch. Wunderbar. So. Die schaffen es niemals hier rein, Gareth? Na, das wollen wir doch mal sehen. Da
Irgendwo da war einer mit Raketen geschossen. Ah, die Waffe, das hilft leider nicht, wenn ich die Waffe treffe. Den Kopf aber. Ja, das hat gut gesessen. Dann würde ich sagen, hier hoch. Ja, warum nicht? Auf die Karte gucken. Keine Gegner bisher. Da oben ist er. Oh Mist. Zwei? Zwei schwere Max. Okay, Deckung. Glauben Sie wirklich, Sie werden mit mir? Ich glaube, dann doch erstmal das Drop der Munition. Obwohl, da kann ich besser sowieso gleich hier mein SMG rausholen. Oh! Nein! Nein! Ich bin tot. Scheiße. Okay, das lief verkehrt. Ich dachte mal, komm, eine Rakete kannst du wohl aushalten, aber ich war wohl schon so dermaßen geschwächt, dass ich fast gleich sofort tot war. Sodass nur noch ein paar Treffer gereicht haben und schon hat's mich wieder ins Reich von Nirvana verschlagen. Sie schaffen es niemals hier rein, Garrus. Mi. Na, das wollen wir mal sehen. So, ich wechsle diesmal schon auf die richtige Waffe. Auf die richtige Waffe. Du stößt immer auf dieselben leeren Drohungen aus, Garrus. Finde ich super. Und diesmal mache ich es etwas logischer. Nämlich, hier Jacob mit seiner Schrotflinte, die effektiv ist, näher ran. Hier Garrus hin. Ich wieder hier. Das passt schon. Genau, die Rakete überlebe ich. Wow, was? Wer hat denn noch geschossen? Was zum... Oh, scheiße. Hä, das hat mich jetzt gerade echt verwirrt. Ich dachte, die hätten schon alle aufgehört zu schießen. Wow, sie variieren ja richtig. Der eine schießt mal ein bisschen kürzer, der andere mal ein bisschen länger. Hätte ich dieser KI gar nicht zugetraut. Naja, gut. Da muss ich ja übersehen haben, dass der Linke noch am Schießen war. Okay, so, jetzt aber. Keine peinlichen Aktionen mehr hier, Alex. Das geht nicht. Das wird Harkin auf der Reue. Das ist schlecht für... Ja, für was? Für das Geschäft? Nicht wirklich. So, Erklärung habe ich gerade schon abgegeben. Genau, hier kommt er hin. Ich komme hier hin. Genau, direkt schon mal das drauf. Feuer. Ja, schießt mal schön auf mich. Dankeschön. Gut, der hat nur noch Panzerung. Das heißt, jetzt ist ein guter Moment für dich, die Waffe zu wechseln. Oder die Munition zu wechseln. Ja, schieß ruhig. Genau, das ist perfekt. Du kannst mit deinem Overlord hier das Schild schon mal behaken. Jawohl, einer schon mal weniger gleich. Erstmal ihn loswerden. Jetzt macht er erstmal Jacobs halt, aber das interessiert mich herzlich wenig. Hier, mach deine Barriere. Wenn das nicht so toll schützt, wie du mal sagst. Ich wusste, dass das bloß scheiße ist, was du laberst. So, ein Schuss noch und... Das war's. Garrus in Deckung! Hey, ist... Genau, Jacob. Sowas existiert genau neben dir. Und du überlebst einfach, ne? Genau. Hey, du hast ein bisschen Ruß im Gesicht. Ach nein! Okay, der war schlecht. Ja, ansonsten liegt hier offenbar nichts rum. Sie werden es niemals schaffen. Okay. Ach, da kommen ja noch Gegner. Darf man davon ausgehen, dass das schon die letzten großen Feinde waren, ne? Nicht ganz. War's das? Waren das deine letzten zwei Wachen? Dein letztes Aufbäumen, bevor du stirbst? Ich dachte, wenn, dann holst du nochmal drei große Mechs raus für so einen Scheiß. Nein, dann holst du zwei Pissdinger raus. Naja, jetzt sind wir da.
Wir waren nah dran, aber nicht nah genug. Oh. Sehr gut. So, Fade. Das mit dem Verschwinden hat nicht geklappt, was? Kommen Sie schon, Garrus. Das kriegen wir doch hin. Was brauchen Sie? Ich suche jemanden. Sieht aus, als hätte jeder von uns etwas, das der andere will. Das hat doch sicher wehgetan. Vielleicht sollten Sie uns einfach sagen, was wir wissen wollen. Vielleicht, aber Sie haben noch nicht gesagt, was Sie wollen. Sie haben beim Verschwinden eines Freundes von mir mitgeholfen. Ich muss ihn finden. Ich brauche schon etwas mehr Informationen als das. Sein Name war Sidonis. Sidonis Alcura, Torianer aus... Ich weiß, wen Sie meinen und ich werde gar nichts sagen. Das ist definitiv die falsche Antwort. Ist diese Information wirklich den ganzen Aufwand wert? Ich gebe keine Informationen über Klienten weiter. Ist schlecht fürs Geschäft. Wissen Sie, was noch schlecht fürs Geschäft ist? Ein gebrochenes Genick. Okay, okay. Nehmen Sie den Fuß weg. Terminus hat Sie völlig verändert, was, Garrus? Nein, aber Sidonis hat mir die Augen geöffnet. Und jetzt arrangieren Sie ein Treffen. Ich gehe. Ja, ich bin's. Es könnte sein, dass Ihre wahre Identität aufgeflogen ist. Deshalb rufe ich an. Ich schicke einen Agenten. Wo wollen Sie ihn treffen? In Ordnung. Er wird dort sein. Keine Sorge, ich habe alles im Griff. Alles in Ordnung. Er will Sie vor der Orbital Lounge treffen. Mittags. Wenn wir fertig sind, würde ich gerne gehen. Wohl kaum. Sie sind jetzt ein Verbrecher, Harkin. Heißt das, Sie wollen mich jetzt einfach töten? Das ist nicht Ihr Stil, Garrus. Sie töten? Nein. Aber ich werde Ihr Tempo ein wenig bremsen. Und C-Sicherheit eine Blutspur geben, der Sie folgen kann. Bastard! Das war in Ordnung. Sie kommen sehr leicht davon, Harkin. Was habe ich Ihnen je getan? Wenn Sidonis nicht dort ist, komme ich zurück und bringe es zu Ende. Mann, oh Mann, Garrus ist echt hart drauf mittlerweile. Nicht mehr so kuschelig. Und nu? Harkin ist eine verdammte Bedrohung. Wir hätten ihn nicht einfach gehen lassen sollen. Er hätte eine Strafe verdient. Ach komm, Garrus, du kannst auch nicht jeden töten. Vergeuden Sie nicht Ihre Zeit mit ihm. C-Sicherheit soll sich jetzt um ihn kümmern. Ja, da haben Sie wohl recht. Danke für Ihre Hilfe, Shepard. Na klar. An Ihrer Stelle würde ich dasselbe tun. Ich habe von den Besten gelernt. Ich muss mich vorbereiten. Von da drüben habe ich ein gutes Schussfeld. Okay, wie stellst du das ungefähr vor? Was soll ich tun? Halten Sie das Gespräch am Laufen und stellen Sie sich nicht in den Weg. Ich sage Bescheid, wenn ich ihn im Visier habe. Geben Sie mir ein Signal, wenn Sie bereit sind. Dann schieße ich. Sie gehen besser. Er wird bald hier sein. Okay, das wird eine astreine... Tja. Astreiner Mord wird das. Shepard, können Sie mich hören? Klar und deutlich. Okay, da ist er. Winken Sie ihn heran und verwickeln Sie ihn in ein Gespräch. Bringen wir es hinter uns. Sie blockieren meinen Schuss. Treten Sie zur Seite. Es wird nicht lange dauern.
Gehören Sie zu Harkins Leuten? Ich erinnere mich nicht, Sie schon mal gesehen zu haben. Setzen Sie mich da drüben ab. Hab gehört, Harkins sei einer der Besten. Sollte nicht nochmal vorkommen. Das wird es nicht. Keine Sorge. Was? Oh, Scheiße. Verrat bestraft, Sidonis. Tja, das hat gesessen. Kurz und schmerzlos. Das ging ja ganz einfach. Ja, sehe ich auch so. So etwas passiert, wenn man zulässt, dass die Dinge persönlich werden. Ich muss wissen, dass es vorbei ist. Ja, es ist vorbei. Mein Leben kann weitergehen. Freut mich zu hören. Danke für Ihre Hilfe, Shepard. Gehen wir. Ich muss weg von diesem Ort. Ich bin gleich bei Ihnen. Alles klar. Wir haben wieder eine Loyalitätsmission geschafft. Garrus ist verdammt nochmal glücklich. Hat einen neuen Anzug bekommen. Hat eine neue Kraft freigeschaltet. Panzerbrechende Munition. Erhöht den Schaden an Panzer und Gesundheit. Ist auch gar nicht so verkehrt eigentlich, die Munition. Ja. Lief doch wunderbar eigentlich. Ziemlich easy. Bis auf das einmal Abstürzen von Game. Okay, es war dreimal eigentlich. Lief das alles ganz gut. War easy. Und ich warte jetzt eben noch einen kurzen Moment. So. Dann war das also wieder eine weitere Mission geschafft. Es sind nicht mehr viele. Dann folgen fast nur noch Hauptmissionen. Und ich hoffe, ihr seid dabei, wenn es dann wieder heißt Let's Play Mass Effect 2. Mein Name ist Alex. Bis dann.